Wut und Entsetzen bei den Muslimen in Brüssel nach dem tödlichen Brandanschlag auf diese Moschee. Ersten Ermittlungen zufolge betritt ein Mann das Gotteshaus und zieht ein Messer und eine Axt aus seinem Rucksack. Er hat einen Benzinkanister in den Eingang des Gebetsraumes geworfen und ihn angezündet. Zwei Glaubensbrüder haben versucht, ihn zu beruhigen. Einer hat die Türen geschlossen. Der Imam ist hochgestiegen. Die Leute in der Moschee haben es geschafft, den mutmaßlichen Täter im Gebäude einzusperren. Dort blieb er eingeschlossen, bis die Sicherheitskräfte eintrafen und ihn überwältigen konnten. Für den Vorbeter der Rieder-Moschee in Brüssel-Anderlecht kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt an einer Rauchvergiftung. Der 46-Jährige ist vierfacher Familienvater. Er gilt als gemäßigter Vertreter der schiitischen Minderheit in Brüssel. Das ist ein sehr, sehr netter Imam. Er hat nie Probleme. Er ist immer bei den jungen Männern und sagt immer, wir sind in einem demokratischen Land. Wir müssen die Gesetze respektieren und auch die andere Gemeinschaft, alle Gemeinschaften. Einiges spricht dafür, dass der Anschlag letztlich seine Wurzeln im Glaubensstreit zwischen Schiiten und Sunniten hat, den Hauptströmungen des Islams. Der Attentäter soll Ausrufe im Zusammenhang mit dem Syrien-Konflikt gemacht haben. Ob es wie hier um die Schiiten geht oder um eine andere Gemeinschaft, solche Gewalttaten sind nicht hinnehmbar. Und der Staat wird darauf hart reagieren, mit den notwendigen Maßnahmen, und zwar sofort. Maßnahmen, das heißt erst einmal mehr Polizei. Schon 1997 war die Rida-Moschee nach Drohungen unter besonderen Schutz gestellt worden.